Hast du Träume, Wünsche, Ziele, die du in die Tat umsetzen willst? Saturn bringt bald Klarheit und Rückenwind. Ob auch für dich, das erfährst du im Video. Herzlich willkommen zu einem Video diesmal über die aktuelle Zeitqualität, die wir dann verknüpfen mit deinem Horoskop, um zu sehen, ob die Stellung von Saturn im Zeichen Fische für dich jetzt relevant ist, um deine Ziele umzusetzen, beziehungsweise Wünsche und Träume zu Zielen umzufunktionieren. Es ist ja ein Unterschied, ob Träume Träume bleiben, ob deine Träume schöne Träume sind oder eher Albträume, ob Angst dabei ist und Unsicherheit oder die Zielgerichtetheit von Saturn, die Bewusstheit darüber, dass wir alles das, was wir als Aufgaben gestellt bekommen, auch schaffen können. Es geht also um Urvertrauen und darum, die Dinge wieder in die eigene Hand zu nehmen. Worum geht's in diesem Video? Du bekommst Wissen über Saturn im Zeichen Fische, über die Direktläufigkeit von Saturn, die jetzt bevorsteht. Wir sehen uns die Gradanzahlen an, wo genau das stattfindet. Mundan also für alle gültig und in deinem eigenen Horoskop. Das zeige ich dir, wie du das finden kannst. Und damit eben auch für dich noch viel mehr profitieren. Und so sehen wir uns eben die Aspekte an, die der laufende Saturn jetzt in dein Horoskop macht. Du siehst hier die aktuelle Zeitqualität zum Zeitpunkt, wo dieses Video online geht. Saturn ist ein sogenannter Langsamläufer. Er bleibt längere Zeit an dieser Stelle im Zeichen Fische. In einem Zeichen bleibt er ungefähr 2 bis 2,5 Jahre. Du siehst hier ein R dabei. Das bedeutet, er ist rückläufig zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hochlade. Und in der nächsten Zeit, nämlich ab 15. November 2024, wird er direktläufig, wenn ich die neue Zeit nun einstelle. Siehst du hier, das R ist verschwunden und er bewegt sich nicht mehr zurück, das heißt im Uhrzeigersinn, sondern in der astrologisch richtigen Richtung, das heißt eben gegen den Uhrzeigersinn und bewegt sich damit eben wieder in Richtung einer höheren Gradanzahl. Ich habe nun die anderen Planeten entfernt, denn unser Hauptakt sozusagen ist ja der Saturn. Und wir sehen uns die Gradanzahlen an und den Bereich, den er aktiviert, auch dann in deinem Horoskop, vorerst jetzt einmal mundan, das heißt für alle gesehen. Da Saturn ihm jetzt auf diesen 12 Grad Fische umdreht, also wieder in die richtige Richtung geht, sehen wir uns an, wann war er schon mal auf 12 Grad Fische? Denn die astrologische Zeitqualität bezieht immer sogenannte Zeitschlaufen mit ein, also ein Hin- und Herpendeln von Planeten, dadurch verschiedene Zeitdaten, die wir mit einbeziehen können. Eine Entwicklung braucht immer eine Vorlaufzeit, dann ist einmal ein Ereignis, wo sich etwas nach außen zeigt und dann gibt es eine Auswirkung, eine Konsequenz von bestimmten Situationen. Und diese Zeitschlaufe sehen wir uns jetzt genauer an. So kannst du für dich mal reflektieren, was war zu dieser Zeit zum Beispiel und Verknüpfungen herstellen. Worum geht's, das genauer herauszufinden? Saturn war also auf diesen 12 Grad Fische am 18. März 2024. Und wenn wir uns jetzt ein paar Monate weiter bewegen, so siehst du, im April war er auf den 15 Grad, im Mai auf 18 Grad, im Juni auf 19 Grad. Und ab 29. Juni ist das R wieder dabei, das heißt, da läuft er zurück. Wir gehen nun weiter in der Zeitqualität. Juli, August, September, Oktober, November. Und am 15. November verschwindet dieses R wieder. Das heißt, am 15. November wird er wieder direktläufig. Das ist die Zeitqualität, in die wir jetzt hineinkommen. Und diese Zeitqualität dauert, bis er wieder auf diesen 19 Grad ist, wo er eben im Juni 2024 in die Rückläufigkeit gegangen ist. Dieser Zeitraum dauert bis Mitte Februar. Da ist er wieder auf diesen 19 Grad. Das ist die Zeitspanne, die wir mit einbeziehen. Und jetzt könnte es sein, dass du genau in diesen Positionen zwischen 12 Grad Fische und 19 Grad Fische einen Planeten stehen hast in deinem Geburtshoroskop. Dazu ändern wir jetzt die Grafik. Und ich werde später in diesem Bereich, der für uns wichtig ist, zwischen 12 und 19 Grad Fische, verschiedene Planeten einblenden und dir die Information geben, was das für dich bedeutet, wenn du in diesem Bereich Planeten stehen hast im Geburtshoroskop und wenn Saturn die jetzt in der nächsten Zeit aktiviert, beziehungsweise ja schon aktiviert hat, weil er ja schon mal auf dieser Position zwischen 12 und 19 Grad war.
Wenn sich etwas wiederholt, aus astrologischer Sicht, von den Konstellationen her, so haben wir zweimal oder dreimal die Chance, die Möglichkeit, diese Qualitäten, die betroffen sind, zu entwickeln. Und was bedeutet jetzt Saturn im Zeichen Fische? Das ist eine große Vorbereitung für uns, wenn dann Saturn und Neptun zusammenkommen. Das wird 2025 und 2026 der Fall sein, und zwar genau hier auf dieser sehr wichtigen Stelle zwischen Ende und Beginn des Tierkreises. Wird auch als kosmische Spalte bezeichnet. Genau hier werden Saturn und Neptun dann zusammentreffen. Darüber werde ich dann noch einige Videos machen. Eine sehr, sehr wichtige Zeitqualität. Warum hat es dann, wenn Saturn und Neptun zusammenkommen, eine Verbindung zu Saturn im Zeichen Fische? Das ist deshalb, weil Neptun zu Zeichen Fische gehört, und von der Qualität her ist das Ganze gleichrangig. Das bedeutet, wir werden jetzt so wie vorbereitet auf diese Zeit Saturn-Neptun-Konjunktion am Übergang des Horoskops. Das ist eine Konkurskonstellation oder wo zwei Qualitäten aufeinandertreffen, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Saturn, das Althergebrachte, die Ordnung, die Stabilität, und zum anderen Neptun, die Unordnung, das Chaos, andererseits das Vertrauen. Unser Ziel ist es ja, beide zu vereinen, von beiden die positiven Qualitäten herauszufinden. Und dafür werden wir jetzt vorbereitet und können eben mit unserem Bewusstsein uns darauf einstellen, dass das Ganze positiv verläuft für uns. Eben die Frage, Albtraum oder Traum, beides realisiert sich nicht zur gleichen Zeit. Es geht darum, worauf wir uns fokussieren, und dazu sollten wir diese Zeit jetzt nutzen. Wenn du keinen Planeten zwischen 12 und 19 Grad Fische hast, so fällt er trotzdem in ein bestimmtes Haus bei dir. Darüber habe ich schon ein Video gemacht, Saturn in den Häusern. Sieh dir das gerne an. Ich verlinke es dir hier und auch am Ende des Videos. Du kannst es dir danach noch als Ergänzung ansehen und dir da auch noch sehr wertvolle Infos holen. Saturn bringt also Ordnung eigentlich ins Chaos im Zeichen Fische, oder bringt die Möglichkeit, die Wünsche, die auch dem Zeichen Fische zugeordnet werden, die Visionen, das Vertrauen in die Realität zu bringen, in unser Leben, in das, was wir als Realität bezeichnen. Und das kann ja auch klaffen, denn wir haben oft eine sehr eingeschränkte Sichtweise, haben einen Tunnelblick und öffnen uns nicht jeden Tag für alle Möglichkeiten, für Träume, für Wünsche, für Visionen. Dazu ist keine Zeit, weil so viel zu tun ist, weil der Alltag so sehr in den Vordergrund rückt. Und da sind wir jetzt aufgefordert, das wieder zu ändern, uns durch Saturn, der ja die Regelmäßigkeit ist und die Planung ist, uns Zeiten einzuplanen für Ruhe, für Rückzug, dafür mal die Gedanken schweifen zu lassen, mal einzutauchen, meditativ, spirituell, künstlerisch, in eine ganz andere Form des Daseins. Es ist alles in uns inkludiert. Wir haben genauso dieses strukturierte, straighte, jeden Tag das zu machen, was erwartet wird. Und wir haben aber genauso eine Seite in uns, die sich verlieren kann, die aufgehen kann in etwas, die sich hingeben kann an etwas. Und das gehört jetzt zusammengeführt. Beides ist wichtig. Wir müssen uns nicht entscheiden, entweder so oder so, sondern beides ist gefragt. Und das wird immer stärker und wird dann noch mehr zum Ausdruck kommen, wenn eben Saturn und Neptun in der Konjunktion stehen. Und da Saturn jetzt diese Schleife zieht zwischen diesen Gradanzahlen, 12 Grad und 19 Grad, das fällt bei dir in ein bestimmtes Haus. Und im heutigen Video sehen wir uns an, was ist, wenn du genau dort einen Planeten hast? Wie könntest du das nutzen? Und dazu werde ich dir jetzt jeden Aspekt nennen. Immer in der sogenannten Konjunktion. Das heißt, wenn der außenstehende, jetzt aktuelle Saturn direkt auf dieselbe Gradanzahl im selben Zeichen trifft, auf einen Planeten, den du im Geburtshoroskop stehen hast. Vielleicht sind es ja auch mehrere, die du im Zeichen Fische hast. Und diese Sätze, die ich dir jetzt mitgebe, bitte als Anregung zu verstehen, um diese weiterzuführen. Nimm diese mit, wenn du möchtest. Führe sie für dich aus, tauche ein, sodass du für dich eine Entsprechung hast. Ich werde einige konkrete Zuordnungen nennen und auch eine sogenannte Entsprechung. Das heißt, es ist ein Vorschlag, ein Bild dafür, was könnte man wirklich real sofort oder in den nächsten Tagen umsetzen, um in diese Energie hineinzugehen.
Oder du nimmst es als Anregung und findest eine ähnliche Tätigkeit oder Aktion, die du setzen kannst, damit du mit diesen eigentlich unvereinbaren Qualitäten dich auseinandersetzt und draufkommst, die kann man genial verbinden und miteinander gemeinsam ausleben. Bevor wir jetzt zu der Bedeutung kommen, nur kurz, wenn du die Inhalte meines Kanals schätzt, freue ich mich über eine Wertschätzung von dir in Form eines Likes oder Abos. Es ist kostenfrei für dich und hilft meinem Kanal. Wenn du wissen möchtest, wo deine Saturnlinie verläuft, deine Neptunlinie in Bezug auf die Weltkarte, dann gibt es die Möglichkeit, über meine Website kostenlos die Astrogeografiekarte zu bestellen. Und wie man das deutet, darüber gibt es viele Videos auf meinem Kanal, in der Playlist Astrogeografie. Auch in meinem Buch findest du viele Anregungen, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, wenn für dich Saturn und Neptun ein wichtiges Thema ist. Nun zu der Deutung, wenn der aktuelle Saturn jetzt im Zeichen Fische auf einem Planetenfeld in deinem Geburtshoroskop eine Konjunktion, ein direktes Zusammentreffen ist immer neutral zu sehen und zu deuten. Es können sich destruktive als auch konstruktive Auswirkungen zeigen. Ich konzentriere mich in diesem Video auf die positiven Möglichkeiten, mit diesen Energien in Kontakt zu gehen und sie für deine Ziele einzusetzen, damit du diese umsetzen kannst. Los geht's. Wenn der aktuelle Saturn im Zeichen Fische auf deinen Mars fällt, bedeutet das Ausdauer, besondere Widerstandskraft, Konzentration auf die Ziele, besonders gut für einen Neustart und um den ersten zielgerichteten Schritt für ein Projekt zu setzen. Eine praktische Entsprechung, um in die Energien einzutauchen, ist zum Beispiel Bogenschießen. Wenn der aktuelle Saturn auf die Venus im Geburtshoroskop fällt, geht es um Pflichterfüllung, Konzentration auf die eigenen Werte, Klarheit in Kooperationen zu finden, in Zusammenarbeit. Es geht um Geldmittel und um die Ressourcen zielorientiert einzusetzen. Eine gute Zeit, um das zu planen. Die praktische Entsprechung dafür ist, einen Eingaben-Ausgaben-Plan aufzustellen. Wenn der aktuelle Saturn auf deinen Merkur im Geburtshoroskop fällt, werden aktiviert klare Gedanken. Es sind zielorientierte Verhandlungen mit anderen möglich. Das logische Denken wird extrem gefördert. Du bist sehr sachlich. Es geht um Objektivität in Gesprächen, die gut gelingt und besonders gut für alle möglichen Umsetzungen von Plänen in Sprache und Schrift. Eine praktische Entsprechung wäre es, Lebenserfahrungen aufzuschreiben oder auch deinen Arbeitsraum zu ordnen und zu sortieren. Wenn der aktuelle Saturn auf deinen Mond im Geburtshoroskop fällt in der Konjunktion, steigert sich dein Pflichtgefühl, Selbstbeherrschung ist sehr gut möglich, auch die Rückbesinnung auf Traditionen, eine sehr gute Verwurzelung mit der Heimat und besonders gute Erdung und ein wunderbarer Zugang zu Vorfahren und Ahnen, sich mit diesen Menschen zu verbinden, von denen du abstammst. Eine praktische Entsprechung wäre es, positive Orte aufzusuchen, die du aus deiner frühen Kindheit kennst. Wenn der aktuelle Saturn auf deine Sonne fällt im Geburtshoroskop, so bringt das Entschlossenheit, Beharrlichkeit, die Selbstbehauptung gelingt sehr gut. Man kann sich aus dem Schatten ins Licht rücken und sehr viel Kraft aus der Selbstständigkeit schöpfen. Eine praktische Entsprechung dafür wäre es, sich regelmäßig Zeit für Kreativität einzuplanen. Wenn der aktuelle Saturn auf deinen Jupiter im Geburtshoroskop fällt, dann wird einem bewusst, dass man durch Geduld sehr wohl zum Erfolg kommt. Man kann sich sehr gut zurückziehen, um den Erfolg zu planen, sich dafür Zeit zu nehmen. Man weiß, es ist jetzt Erntezeit und man entwickelt das Zielebewusstsein und kommt in den Genuss von dieser optimalen Kombination von Fleiß, guter Vorbereitung und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Eine praktische Entsprechung ist es, einen beruflichen Weiterbildungskurs zu besuchen oder zum Beispiel eine prähistorische Museumsausstellung. Der Transit Saturn auf deinem Saturn im Horoskop bedeutet, dass du einen großen Reifungsprozess hast, den sogenannten Saturn Return oder die Saturn Wiederkehr, die alle 28 bis 29 Jahre in unserem Leben stattfindet. Es ist eine besonders gute Zeit, um das Leben nochmal zu überdenken, Resümee zu ziehen,
und auch die Ziele für die nächsten 7 Jahre zu planen. Denn Saturn hat immer so einen 7-Jahres-Rhythmus, sich also der eigenen Rechte und der Möglichkeit der eigenen Gestaltung des Lebens bewusst zu werden. Eine praktische Entsprechung wäre, auf einen Berg zu gehen. Die direkte Verbindung von Saturn auf Uranus trifft in der jetzigen Zeitqualität Jugendliche oder junge Erwachsene, also die Altersgruppe von circa 14 bis 21 Jahren. Diese Menschen können die Zusammenhänge und die Synergien erkennen. Es besteht eine große Willenskraft und Entschlossenheit, jeder Lage gewachsen zu sein, wird ja auch gebraucht in unserer jetzigen Zeit. Und das Bewusstsein ist ganz klar da, dass ungewöhnliche Wege eingeschlagen werden müssen, um zu einer Lösung zu kommen. Eine praktische Entsprechung wäre, sich mit genialen Köpfen der Menschheit auseinanderzusetzen, also mit Erfindern zum Beispiel oder auch mit Zeitreisen und Zeiten der Revolution. Der aktuelle Saturn auf Neptun kann stattfinden durch die lange Umlaufzeit bei Kindern, die jetzt so im Alter bis 12 Jahre ungefähr sind. Die können Neptun im Zeichen Fische haben. Deshalb sind sie so wichtig oder der Kontakt mit ihnen, wenn das dein Kind ist oder dein Enkelkind. Speziell, wenn Saturn und Neptun dann 2025 und 26 mundan zusammentreffen. Die Selbstfürsorge ist ein sehr wichtiges Thema. Das Ahnungsvermögen ernst nehmen und schulen, also Intuition und Vision, sind Teil der neuen Realität und der alternativen Umsetzungsmöglichkeiten, die jetzt auf uns alle zukommen. Eine praktische Entsprechung wäre, sich mit Märchen beschäftigen und je nach Alter mit Steinen und Wasser zu spielen, also das Prinzip von Saturn und Neptun richtig in sich aufnehmen. In der Planetenauflistung fehlt jetzt noch der Pluto. Der aktuelle Saturn in der Konjunktion, also direkt auf Pluto im Zeichen Fische, gibt es bei jetzt lebenden Menschen nicht aufgrund der langen Umlaufzeit von Pluto und ist daher jetzt nicht relevant. Was aber relevant sein kann, ist, was bedeutet es, wenn der Saturn durch ein bestimmtes Haus läuft bei dir? Sieh dir dazu dieses Video an oder ein zweites, das dir zeigt, in welchem Saturnzyklus in deinem Leben du dich jetzt gerade befindest. Bis zum nächsten spannenden Video, Silvia Grübel von Astrodings.